Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz anlässlich unseres Meisterschaftsspiels gegen den Karlsruher SC. Zu meiner Rechten begrüße ich den Trainer unserer Gäste Uwe Rappolda und zu meiner Linken unseren Chefcoach Norbert Meyer. Und wie immer geht das Wort zunächst an unseren Gast. Bitte sehr, Herr Rappolda. Tja, eigentlich ein Schritt nach vorne trotz der Niederlage. Erste Halbzeit gefällig gespielt. Zu wenig Durchschlagskraft in der Spitze, zu wenig den Ball in die Tiefe gefordert, unsere Offensivleute. In der zweiten Halbzeit haben wir dann richtig Druck aufgebaut, haben versucht, dominant zu spielen, ist auch gelungen, ohne aber die großen Chancen rauszuspielen. Das muss folgen. Wir müssen im Abschlussdrittel exakter und präziser spielen und wir müssen auch das Tor machen wollen, jeder einzelne Spieler von uns. Wir haben die zweite Halbzeit mit Anton Fink, mit Mackie Chrysantos und mit Yashi dann, mit Porcello hängend, richtig auf Offensive gesetzt. Haben trotzdem relativ gut gestanden nach hinten, außer natürlich die letzten zwei Minuten haben wir dann völlig geöffnet. Aber insgesamt war die Dominanz war da, das was wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen Selbstvertrauen fassen. Natürlich ist 0-1, natürlich ist natürlich schlecht, aber auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, wir müssen die Mannschaft entwickeln. Und ich denke auch, dass wir noch dann auch solche Spiele, wo wir dann uns nicht verstecken, sondern Fußball spielen, dann auch mal gewinnen werden. Es geht weiter, natürlich erhöht die Niederlage den Druck für nächsten Freitag, wenn es gegen Arminia geht. Aber da kann die Mannschaft wieder zeigen, was Sache ist zu Hause. Ja, und ich denke, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und gratuliert der Fortuna, die in der ersten Halbzeit sehr, sehr schnell Richtung unser Tor gespielt hat, sehr, sehr überverladet über die Flanken kam und das sehr gut gemacht hat. Ich werde vor dem Spiel noch gesagt, nicht flanken lassen. Und dann kommen vier in einer Spielphase und schließlich macht dann der Sascha Rösler das Kopfballtor. Und ja, das war dann schon die frühe Entscheidung. Also Gratulation in Düsseldorf und wir müssen halt weiter jetzt arbeiten und versuchen, die Mannschaft in einigen Punkten, wo auch die stillstehenden Bälle dazugehören, muss man sagen, Eckbälle, Freistöße haben uns wenig einfallen lassen, die auch dazugehören, aber ich denke, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Trainer des KSC? Das ist nicht der Fall, dann übergebe ich das Wort an Norbert Meyer. Bitte sehr. Ja, es war ja im Vorfeld klar, dass es ein ganz, ganz schweres Spiel werden würde. Ich habe nicht umsonst schon in der Pressekonferenz gesagt, dass man sich überhaupt nicht blenden lassen darf vom Tabellenstand der Karlsruher. Das war schon im letzten Jahr so, das ist eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die mit vielen Kurzpässen operiert, die sehr, sehr ballsicher auch hier heute aufgetrumpft ist. Und wir haben zuallererst mal und das ist in unserer Situation auch ganz, ganz wichtig, kämpferisch dagegen gehalten. Wir haben es gerade zu Beginn des Spiels, insbesondere über unsere linke Seite, geschafft, diverse Male zum Flanken zu kommen. Das ist auch dann belohnt worden mit dem Tor. Aber dann die Konter, die wir ansatzweise dann gefahren sind, die sind dann nicht bis zum letzten Mann durchgekommen. Wir haben die Bälle dann nicht in der Spitze behaupten können, sodass wir auch nicht schnell genug nachrücken konnten. Und das hat dieser spielstarken Mannschaft natürlich immer wieder die Möglichkeit gegeben, selbst ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Auf der anderen Seite muss man auch Folgendes sagen, wenn du mit 6 Niederlagen im Rucksack startest, dann ist es doch klar, dass du dir jeden Punkt erkämpfen musst, dass du diese Tugenden brauchst. Und da muss man der Mannschaft auch mal ein kleines Lob aussprechen, dass wir aus den letzten 9 Spielen immerhin 6 Siege geholt haben, nach 6 Niederlagen zu beginnen, dass sie die Ruhe bewahrt hat, die Truppe, dass sie immer an sich geglaubt hat und dass wir, denke ich, auf einem richtigen Weg sind, der jetzt natürlich noch längst nicht sorgenfrei ist, weiß Gott nicht, aber auf der anderen Seite sicherlich der Mannschaft auch das nötige Selbstvertrauen gibt. Wie gesagt, wir haben gegen eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft heute gespielt. Es war ein Arbeitssieg, wie man so schön dann in gewissen Geflogenheiten sagt. Aber was das kämpferische Moment angeht, war ich top zufrieden mit der Mannschaft. Danke. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen an unseren Coach? Das ist offensichtlich auch nicht der Fall. Dann komme ich noch zu den beiden Ergebnissen, beiden anderen Ergebnissen des heutigen Spieltages. 1860 München schlägt Hertha BSC Berlin mit 1:0 und der FC Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt 04 trennen sich 1:1. Durch diesen 6. Saisonsieg klettert die Fortuna auf Platz 11 und der Karlsruher SC Platz 16.
Unser nächstes Spiel führt uns in die Fremde, nämlich am kommenden Freitag schon am 10.12. ab 18 Uhr zur TSV Alemannia Aachen. Und das nächste Heimspiel hier in der Arena ist am 18.12., gleichzeitig das letzte Spiel diesem Jahr, 18.12. 13 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich danke allen für den Besuch. Auch heute hatten wir wieder über 20.000 Zuschauer. Vielen Dank hierfür und Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Danke sehr. Tschüss.